Wir sind jetzt so in der Zeit, wo man das Abendessen wahrscheinlich schon in sich hat, so überlegt, was man mit dem Abend noch anfangen könnte. Wir folgen heute dem Grundsatz, nach dem Essen soll man ruhen oder 1000 Schritte tun, und in der Tat machen wir beides. Wir ruhen jetzt, indem wir uns hinsetzen und einen Vortrag von Nico uns angucken, und wir tun 1000 Schritte mental im Kopf, während wir das verarbeiten, was uns jetzt hier präsentiert wird, nämlich wie man Comics zeichnen kann mit freier Software. Herzlich willkommen, Nico. Hallo. Ja, Comics zeichnen mit freier Software klingt schwierig, klingt ein bisschen nach Verrenkung, ist es auch manchmal etwas, aber manchmal ist es das auch wert. Man lernt viel dabei. Aber fangen wir erstmal an. Comics zeichnen mit freier Software, das hat auch gewisse Anforderungen. Also wenn man damit tatsächlich anfangen möchte, braucht man erstmal ein Gerät, wenn man digital zeichnen möchte, das über einiges an Arbeitsspeicher verfügt. Denn leider ist Bildbearbeitung recht Arbeitsspeicher hungrig. Und eine relativ gute CPU. Ja, denn auch Bildbearbeitung braucht viel Rechenleistung. Und wenn man noch ein bisschen was übrig hat für eine dedizierte GPU, also einen Grafikprozessor, eine Grafikkarte, ist von Vorteil, muss aber nicht sein. Ja, weiter zum Betriebssystem. Da möchte ich nicht allzu viel darüber sagen, außer dass es, wenn es eine freie Software ist, dann ein GNU-Linux sein sollte mit grafischer Oberfläche, Grafikbearbeitung. Setzt das ein bisschen voraus. Und aktuelle Treiber wegen der Software, beziehungsweise noch Dinge, die folgen. Wie gesagt, welche Geschmacksrichtung man von seinem Linux haben möchte, ist völlig jedem überlassen. Wenn man jetzt genau vom Computer selber wegbewegt, braucht man natürlich auch ein paar Peripheriegeräte, wenn man digital Comics zeichnen möchte. Zum einen ein Scanner. Es gibt immer wieder Skizzen, die man per Hand angefertigt hat, die man einscannen möchte und weiter bearbeiten möchte. Hier mal eine Webseite oder ein Link zu einer Webseite mit Scannern, die vom SANE-Projekt, also Scanner Access Now Easy, unterstützt werden. Sind mittlerweile einige geworden. Ein kompatibler Farblaserdrucker, also oder LED-Drucker, macht sich gut. Genau, dazu auch ein Link zum Open Printing Project, welches da Treiber anbietet für Drucker, die handelsüblich erhältlich sind. Und ein Zeichentablet oder ein Monitor, also ein Zeichenmonitor mit Stifteingabe. Was nun besser ist, ob ein Tablet oder ein Monitor, hat verschiedene Sichtweisen. Ergonomisch betrachtet ist ein Tablet besser, weil man eher aufrecht sitzt, aber man hat eine steilere Lernkurve. Monitore haben eine kleinere Lernkurve, aber man neigt dazu, sich über seinen Monitor zusammenzukrümmen, wenn man darauf zeichnet. Ja, was die Geräte angeht, Wacom hat einige gute Geräte, die auch guten Linux-Support haben, sind aber etwas teurer. Alternative Hersteller findet man beim Digiment-Projekt. Suchmaschine eurer Wahl hilft da sicherlich weiter, das Projekt zu finden. Ansonsten in den Folien ist ein Link, wenn man sie sich dann am Ende des Talks runterlädt. Soweit zur Hardware. Fangen wir nun aber mit dem eigentlichen Comic an. Ein Comic besteht aus Welt, Handlung, Charakteren, vielem drumherum, so dass man eigentlich, wenn man einen Comic zeichnen möchte, nicht anfängt zu zeichnen. Das klingt kontraintuitiv, ist aber besser für den Comic, wenn man nicht sofort anfängt zu zeichnen. Man sollte nämlich zuerst anfangen, eine Welt zu beschreiben und Charaktere darin, also darauf komme ich später zu, die mindestens
etwas Sinn ergibt, es sei denn, man mag es sehr surrealistisch, aber das stößt dann mögliche Leser etwas vor den Kopf. Ja, so viel zum Worldbuilding. Also eure Fantasie ist da echt freien Lauf gelassen. Aber die Welt sollte konsistent sein, sie sollte gewissen Regeln folgen, die ihr selber nicht einfach so brecht. Damit ja, verliert ihr in der Regel dann die Leserschaft. Genau, bevor wir immer noch mit dem Zeichnen anfangen können, brauchen wir auch eine Story, also eine Handlung, die stattfindet. Wie man eine Handlung baut, würde, glaube ich, den Rahmen dieses Vortrages vollkommen sprengen. Es gibt da verschiedene Modelle, Vorgehensweisen oder ja, Mantras, die man befolgen kann, um eine Story zu bauen. Aber es gibt so einen Prüfstand, ob man eine Story hat oder nicht. Das sind die 6 essentiellen Fragen. Letztendlich, um wen geht es? Was wollen Sie? Und so weiter. Also sie sind hier eingeblendet. Wenn ihr diese 6 Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten könnt, dann habt ihr eine Story, die es wahrscheinlich auch wert ist, erzählt zu werden. Wenn das nicht der Fall ist, braucht sie noch etwas. Aber gerade dafür sind diese Fragen da, um auch herauszufinden, wo es mangelt. Ja. Und wenn ihr das soweit habt, kommen wir nun zur Software, die auch einen dabei unterstützen kann, dieses ganze Wust an Informationen, das ihr da letztendlich erzeugt, auch zu ordnen, zu sammeln, zu sortieren, niederzuschreiben. Denn letztendlich, was ihr am Ende haben wollt, ist ein Skript. Eine Art Drehbuch für euren Comic. Die erste Software, die ich jemals ausprobiert habe in dieser Richtung, ist Manuscript. Die heißt wirklich so. Freie Software, frei verfügbar. Sie ist eher für wirklich Drehbuchautoren oder Romanautoren abgestimmt. Aber sie ermöglicht es einem sehr gut, Charaktere zu sortieren, Handlungsstränge zu sortieren, sich Notizen zur Welt zu machen und so weiter und so fort. Alles wunderbar. Aber ich fand persönlich dieses Konzept etwas einengend und habe mich dann eher in Richtung Wiki oder Zettelkasten umgesehen. Und die nächste Software, die ich da ausprobiert habe, war Zettler. Das ist eine auf Markdown basierter, auf Markdown-Syntax basiertes Wiki. Es funktionierte für mich recht gut eine Weile lang, aber letztendlich war die Syntax ein bisschen nur auf Markdown basiert und nicht Markdown, nicht wirklich Markdown, und es tat manchmal Dinge, die ich nicht wollte. Also manche Links funktionierten, manche Links funktionierten nicht, je nachdem, wie ich sie geschrieben habe. Es war nicht so flexibel, wie ich es brauchte. Letztendlich bin ich dann beim Vim-Wiki-Plugin für meinen beliebten Editor Vim gelandet, wo ich wirklich Markdown-Dateien benutzen konnte, um daraus ein Wiki zu basteln, um dann die Welt, die Charaktere, die Story und alles zu beschreiben, was ich brauchte. Und zum Schluss habe ich auch mir die Mühe gemacht, das alles in Tech zu verfassen, um dann, ja, um dann tatsächlich ein kleines Skript zu haben. Nicht in der Hinsicht, dass es wirklich ein Drehbuch gewesen wäre, aber es reichte für mich aus, um tatsächlich damit was anfangen zu können. Denn jetzt konnte ich auch anfangen, mir auch über Design Gedanken zu machen. Denn Design ist die andere Sache, wenn man einen Comic zeichnen möchte. Man will es ja visuell darstellen.
Also beginnt man meistens mit Character Designs. Parallel, wenn man schon schreibt, stellt man sich vor, wie die Charaktere aussehen könnten und wie das zusammenpasst mit der Welt, in der sie leben. Und fängt eigentlich in der Regel an, so Referenzbögen, also Ref-Sheets zu zeichnen. Ich habe so als Beispiel mal zwei hier mitgebracht. Verschiedene Kleidung, verschiedene Gesichtsausdrücke, so um den Charakter mal auszuprobieren. Das ist in der Regel sehr hilfreich, auch insbesondere die Gesichtsausdrücke, weil letztendlich will man den Charakter, insbesondere wenn es der Hauptcharakter, der Protagonist oder die Protagonistin der Story ist, durchleben die sehr viele Emotionen, die will man alle auch irgendwie darstellen können. Wenn man jetzt von den Charakteren sich ein bisschen wegbewegt, sollte man auch die Welt nicht vergessen, die auch eine visuelle Gestaltung braucht. Und das ist sehr viel, was man da gestalten kann. Also Geografie, Landschaft, Pflanzen, Tiere, Fahrzeuge, Kleidung, Alltagsgegenstände, all das, was dazugehört zur Welt. Alles, was die Welt schön macht, in euren Augen. Ich benutze da häufig auch eher so explorative Zeichnungen oder Malereien, indem ich mir einfach Situationen in der Welt vorstelle und abbilde. Zum Beispiel das. Ja, sieht etwas trostlos aus, das ist Absicht. Wenn man nun das World Design hinter sich gebracht hat, kann man langsam anfangen, sich über den Comic selber Gedanken zu machen, wie der aussehen wird. Und da gibt es auch bestimmte Schritte, die nicht vorgegeben, aber von Vorteil sind. In der Regel fängt man mit Storyboards an, das heißt, man nimmt sich das Skript und die ganzen Zeichnungen, die man als Designs gemacht hat und fängt an, die Story in Einzelbilder zu packen, ohne dass man sich noch groß Gedanken macht, wo sie auf der Seite sind, wie das Panel, also das Einzelbild im Comic, geschnitten sein wird. Man macht sich auch nicht wirklich Gedanken um Sprechblasen, Comics haben in der Regel auch Sprechblasen, sondern man malt einfach nur ein grobes, skizzenhaftes Bild, was ist zu sehen. Und darunter noch mache ich gerne noch ein paar schriftliche, ich nenne es Regieanweisungen, um nochmal zu verdeutlichen, was auf dem Bild passiert. Eventuell auch Notizen zu doch eventuell vorkommenden Sprechblasen, aber die sind noch nicht im Bild. Wenn man seine Storyboards für einen Comic fertig hat oder ein Kapitel eines Comics, kann man dann dazu übergehen, diese Storyboards zu nehmen und das zu Layouts zusammenzufügen. Layouts sind grobe Übersichten, wie nun die Seite eines Comics aussehen wird. Also die groben Zeichnungen, wie sie in den Storyboards waren, einfach 1:1 kopiert, ein bisschen geschnitten, ein bisschen gedreht und zusammengefügt, dass man nun tatsächlich die Grenzen der Panels auch sehen kann und sich somit ein Stück Handlung ergibt. Wenn man die Layouts für dieses Kapitel fertig hat, kann man dann tatsächlich mit der Reihenzeichnung anfangen, also wie die Seite dann tatsächlich am Ende aussehen wird. In diesem Fall dieser Seite sieht sie so aus. Das sind so die drei Schritte vom Zeichnen selbst. Wie gesagt, davor ist ein riesiger Rattenschwanz an Design und Worldbuilding, Storytelling. Und nur weil man die Reihenzeichnung fertig hat, ist man da auch noch nicht fertig. Jetzt müssen auch noch Sprechblasen rein. Während des Layouts hat man sich in der Regel schon Gedanken darüber gemacht, wo sie hinkommen. Bei der Reihenzeichnung
berücksichtige ich sie meistens nicht, dass ich den Hintergrund trotzdem hinter sie zeichne. Und ich füge sie dann später mit einer anderen Software ein, als mit der Software, in der ich zeichne. Die Software, die ich dafür benutze, ist in der Regel Krita zum Zeichnen. Also für alle Schritte vom Storyboard über Layouts bis hin zur Reinzeichnung ist alles in Krita gehalten. Und die Sprechblasen füge ich in Inkscape ein. Das ist, hat sich für mich als weniger schmerzhaft erwiesen, als tatsächlich mit Vektorebenen in Krita dann mich rumzuärgern, um dann tatsächlich Texte da reinzubringen. Das geht in Inkscape einfacher. Ja. Hiermit bin ich eigentlich schon so ziemlich am Ende des Vortrags. Ich würde aber sehr gern eure Fragen beantworten. Ich habe mir sehr viel Zeit dafür eingeplant, weil ich weiß, dass es ein sehr kreatives Thema ist. Also bitte fragt mich. Genau, hier ist das Mikrofon, wenn ihr Fragen stellen möchtet. Es gibt eine Meldung. Also ich stelle mir das ja auch so vor, man möchte ja auch mal ein paar mehr Comics zeichnen. Da wäre es ja eigentlich interessant, wenn man die Figuren erstmal nur in ihren Grundposen zeichnet und intern wird vielleicht sowas wie ein 3D-Modell berechnet und am Ende kann ich dann einfach nur eine Art Szenenbeschreibung machen und dann wird das entsprechend gerendert, dass die Personen, Objekte und so weiter und so fort dann passend eingefügt werden, auch die Sprechblasen so zurechtgerückt. Gibt es da eigentlich schon irgendeinen Ansatz dafür? Du meinst der Comic, der sich selbst zeichnet? Ich glaube nicht. Also es ist ein schwieriger, also es gibt natürlich eine Art, wenn man einen Charakter zeichnet, fängt man natürlich nicht an, sofort die Kontur zu zeichnen, sondern legt erstmal eine Pose fest als glorifiziertes Strichmännchen. Und fängt dann weiter an, das Volumen des Strichmännchens zu beschreiben. Also packt Muskeln oder weiter Fettgewebe drauf. Und dann kommt die Haut drüber und die Kleidung. Und das ist so in der Regel schon der Vorgang, wie man zeichnet. Insbesondere, wenn man Comics zeichnet, zeichnet man sehr, wie man sagt, konstruktiv, also man konstruiert wirklich seine Figur. Aber das kann einem der Computer nicht wirklich abnehmen. Also das erfordert sehr viel Natural Language Processing, was ja immer noch kein so einfach gelöstes Problem ist. Weil manchmal will man auch mit Mimik und Gestik des Charakters Subtext übertragen, den man nicht wirklich in Worte fassen kann. Weitere Fragen? Ich will mal fragen zu den sechs Fragen, die du da gestellt hast oder die du da illustriert hattest. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn das jetzt ein Comic ist, der halt ja, wie ein Comicbuch quasi geht, eine Story erzählt über einen größeren Rahmen hinaus. Wenn ich mir Webcomics angucke, gibt es ja auch sehr viele, wo die einzelnen Episoden so One-Offs sind, also wo halt dann ein bestimmter Gag gemacht wird oder wo das halt relativ getrennt ist, die einzelnen Veröffentlichungen voneinander, wie zum Beispiel XKCD oder so etwas. Würde das dann auch noch in irgendeiner Form zutreffen oder würde man da ein anderes Framework sich einsetzen wollen? XKCD ist ein interessantes Beispiel, da XKCD nicht wirklich eine übergreifende Handlung hat oder selten, kommt dieses Modell eher nicht in Frage. Es kommt tatsächlich eher in Frage, wenn man eine grobe, überspannende Handlung hat. Tatsächlich können diese sechs Fragen auch fraktal angewendet werden, im Sinne von, man hat eine große, überspannende Handlung über den gesamten Comic, man hat eine kleinere Handlung über einzelne Kapitel oder auch sogar innerhalb von Kapiteln, ja, aber je nach Hierarchie der Story
werden die Fragen immer, sagen wir, etwas unbedeutender, wenn man also einzelne nicht unbedingt beantworten kann, weil sie nicht unbedingt zutreffen in der Hierarchie, dann ist es so. Und das wäre dann bei so einem quasi Slice-of-Life-Comic oder so auch der Fall? Genau, zum Beispiel. So, haben wir noch weitere Fragen im Saal? Sofern das jetzt nicht der Fall ist, denke ich mal, ihr könnt Nico auch im Rahmen der Datenspuren noch hier finden. Wir haben ja noch einen weiteren Tag, an dem es Dinge geben wird. Genau, dann wünsche ich nochmal einen herzlichen Applaus an Nico. Vielen Dank.